Was die Inglourious Bustlers können, das kann ich schon lange. Und deswegen dachte ich mir, mache ich hier auf i5 einfach mal eine Bastelsendung. Wenn ich aber keine Lust habe, diesen ganzen biederen Quatsch aus Muttis Bastelbuch zu basteln, bastle ich Sachen, die wir tatsächlich gebrauchen können. Heute in der ersten Sendung Super Mario Untersetzer für den nächsten Serienabend. Denn, pst, verratet's den beiden nicht, aber was ich mit Fabian und Nino vorhabe, ist nämlich endlich mal Dr. Who zu gucken, meine Lieblingsserie. Dr. wer? Genau. Ich mag die. Ich mag euch auch. Und deswegen schaue ich mit euch beiden Dr. Who und bastle euch Untersetzer, mit denen wir englischen Tee trinken können. Für die Untersetzer brauchen wir verschiedene Materialien. Einmal natürlich die Materialien für die Untersetzer selbst, aber auch verschiedenes Zubehör. Verschiedene Plastikperlen in den Farben Gelb, Braun und Schwarz. Wir brauchen die Steckplatte, auf denen wir die Untersetzer stecken können. Eine Korkplatte, damit die Dinger auch wasserdicht sind, weil die Jungs ab und zu mal ihre Getränke verschütten. Zusätzlich brauchen wir ein Bügeleisen, mit dem wir die Steckplatten bügeln können. Mehrere Schälchen, wo wir die Perlen reinpacken können, damit das Zeug nicht mitten hier auf meinem Teppich rumfliegt. Wir brauchen Backpapier zum Bügeln. Zusätzlich ein Cuttermesser, eine Schere und ein Edding. Sowie eine Heißklebepistole, um die Korkplatte auch an die Untersetzer zu bekommen. Und weil ich das ganze Material natürlich nicht hier im H5-Büro habe, gehen wir jetzt einkaufen. Wir sind auf der Suche nach Bastelperlen. Die bekommt man im Spielzeugladen, im Bastelladen oder aber im Internet. Und deswegen sind wir hier im Obletter, das ist ein ganz großer Spielwarenladen in München, und suchen uns jetzt hier die Bastelperlen, die wir für die Super Mario-Platten brauchen. Es wird Nino gut stehen. Aber pst, ich hab nichts erzählt. Schick. Naja. Er sieht auch nicht nach Bügelperlen aus, sollte eigentlich tatsächlich eher mal seine Fresse gebügelt kriegen. Eklige Falten. Ach. So, wir sind voll ausgerüstet und haben alles, damit wir gleich im H5-Headquarter direkt mit der Bastelei loslegen können. Nämlich die Steckplatte für unsere Super Mario-Untersetzer, die schwarzen Perlen für den Rand, die gelben Perlen für den Hintergrund und die braunen Perlen für das Fragezeichen. Los geht's! Ihr fragt euch jetzt sicher, woher ihr die Pixelmotive bekommen könnt, die ihr auf euren Untersetzern umsetzt. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste ist es aber, einfach zu googeln. Zum Beispiel ein Motiv eurer Wahl einzugeben wie Super Mario Pixel. Das nehmt ihr euch als Inspiration, wechselt dann in Excel und dort könnt ihr die Spalten in Pixelgröße ändern, so groß, wie ihr das tatsächlich dann auch braucht. Dann markiert ihr das Ganze, wählt eine Rahmenlinie aus und füllt das Motiv nach und nach mit Farbe, bis am Ende das richtige Ergebnis dabei rumkommt. Das Ganze könnt ihr dann letztendlich ausdrucken oder auf euer iPad ziehen und damit dann euren Untersetzer basteln. Damit ich nicht jede einzelne pisselige Perle immer wieder hier aus dieser Packung rausfischen muss, habe ich es mir ganz einfach gemacht und habe mir ein paar Schälchen organisiert. Da kann ich die Perlen dann nämlich einfach reinpacken und jedes Mal ganz einfach hier reingreifen und die Perlen auf die Platte stecken. Ganz wichtig ist allerdings, dass wir dafür die Packung ordentlich aufmachen. Wenn wir nämlich einfach reißen, dann verteilt sich hier alles auf dem Teppich und gerade bei so einem Teppich ist es nicht so einfach, die Perlen da wieder rauszufischen. So, deswegen erstmal vorsichtig anreißen. Ah. Da seht ihr direkt, was nicht passieren sollte, nämlich die Packung nicht zu fest aufreißen. Und jetzt haben wir das ganze Chaos nämlich direkt hier auf dem Teppich verteilt. Das wird jetzt viel Arbeit, die wieder einzusammeln. So, jede einzelne Perle wieder eingesammelt. Ich weiß eins, das wird mir definitiv nicht nochmal passieren und euch da draußen zu Hause hoffentlich überhaupt gar nicht. Was wir daraus gelernt haben, das nächste Mal nehmen wir einfach eine Schere. Und dann kann es auch schon direkt losgehen mit dem Stecken. Wir haben, wie ich euch eben schon am Anfang gezeigt habe, vor, einmal die Super Mario-Untersetzer zu stecken, einmal das Fragezeichen, die Wall und diesen schönen Hintergrund mit den kleinen Kästchen in den Ecken. Die machen wir alle fertig.
Aber als allererstes werde ich mich um das Fragezeichen kümmern. So, wie ihr auf der Vorlage erkennen könnt, ist es ganz, ganz wichtig, erstmal den Rand zu stecken, weil das gibt euch erstmal so eine grobe Idee, wie groß ist euer Untersetzer eigentlich, wie viel Spielraum habt ihr noch in der Mitte. Und damit fangen wir dann an. So. Eins nach dem anderen. Ich habe natürlich vorher abgezählt, ihr könnt dann aber auch abzählen, wenn ihr tatsächlich am Stecken seid. Es sind momentan 25 mal 25 Stück. Wenn ihr das mit allen vier Seiten gemacht habt, also den ganzen Rahmen komplett zusammen, dann fangt ihr damit an, die einzelnen Teile zu stecken. Das heißt, hier in dem Fall wäre das das Fragezeichen, die kleinen vier Dinger in der Ecke, den Schatten. Das wäre der nächste Schritt, den ihr macht. Und dann ganz zum Schluss könnt ihr den Hintergrund stecken. Das Ganze dauert pro Untersetzer ungefähr eine halbe Stunde, kommt aber auch immer ein bisschen darauf an, wie schnell und wie geübt ihr tatsächlich schon seid. Aber jetzt kommt auch noch ein ganz wichtiger Teil, nämlich das Bügeln. Dafür habe ich schon ein bisschen Backpapier vorbereitet. Nehmt euch einfach ganz normal aus eurem Haushalt, direkt von Mami aus der Küche, ein bisschen Backpapier, schneidet es möglichst schon mal in die Größe, die ihr tatsächlich dann auch für den Untersetzer braucht und legt es ganz vorsichtig drauf. So, jetzt ist es wichtig, Bügeleisen vorbereitet haben. Vorsicht, ist heiß, also ich packe jetzt nicht drauf, ne? Und dann ist es ganz leicht, ihr müsst das Bügeleisen einfach auf den Untersetzer halten. Und dabei ist es ganz wichtig, dass ihr das Bügeleisen nicht hin und her bewegt, sondern einfach ganz feste draufhaltet. Wenn ihr zu lange das Bügeleisen auf der Stelle festhaltet, dann schmilzen diese Plastikperlen und dann ist es nämlich hinüber mit eurem Untersetzer. Das wäre nicht so schön. So, Bügeleisen zur Seite und wir schauen mal. Wichtig ist es jetzt, dass ihr das Backpapier ganz, ganz vorsichtig abzieht. Weil Vorsicht, das Ding ist nämlich immer noch schweineheiß und da verbrennt ihr euch ganz schnell mal die Pfoten. So, damit wäre die erste Seite des Untersetzers quasi fertig. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch die Rückseite bügeln, denn wenn wir das nicht machen, dann kann es passieren, dass das ganze Ding auseinanderbricht. Und das wäre natürlich auch nicht so schön. Und fertig ist der Untersetzer. Allerdings, wie gesagt, Vorsicht, das ganze Ding ist noch ziemlich, ziemlich heiß und ich muss es leider auch gerade mit den Handflächen halten, damit ich mir nicht die Pfoten verbrenne. Ihr könnt das Teil jetzt so sehen, aber ganz wichtig, 5 Minuten oder so nochmal liegen lassen, bis es richtig schön abgekühlt ist, bis es nicht mehr so weich und labberig ist, damit wir es auch wirklich als Untersetzer dann benutzen können. Kekse, 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 Kekse. Was ist denn das hier? What? Schon wieder typisch mit dem Bein. Mann, ey, die beiden kann man echt nicht alleine lassen. Das nächste Mal kriegen sie mit der Klebepistole eins hinter die frechen Ohren, sag ich euch aber. Aber wir sind natürlich noch nicht ganz fertig. Wir haben unsere Untersetzer mit den schönen Perlen, mit den Plastikperlen fertig. Aber damit man die hinterher auch abwaschen kann, falls euch mal ein Getränk drüber kippt, machen wir noch so einen schönen Korkboden drunter. Dafür haben wir diese Korkplatten, die gibt es bei Amazon zu bestellen. Und es ist ganz einfach, denn ihr legt einfach nur den Untersetzer, den ihr vorbereitet habt, schön oben in der Ecke an. Nehmt euch einen Stift, bestenfalls ein Edding, vielleicht auch einen Bleistift, was ihr gerade zur Hand habt, da funktioniert eigentlich fast alles. Und markiert die Ecken, in denen ihr schneiden wollt. So, ich probiere das jetzt mit dem Cuttermesser. Mal schauen, ob das gerade wird. So, dann haben wir nämlich, wenn alles gut läuft und ihr gerade geschnitten habt, ein Korkstück, das genauso groß ist wie euer Untersetzer. Das heißt, also müssen es nur noch eins machen, nämlich das ganze Teil auf die Rückseite anbringen. Das Ganze machen wir mit unserer Heißkleberpistole, die wir natürlich schon vorbereitet haben. Langsam und vorsichtig. Normalerweise reicht es, den Heißkleber da auch in die Ecken zu machen und gar nicht irgendwie komplett über das Teil zu schmieren. Das habt ihr sonst hinterher nur so eine richtig schöne Klebeschmiere überall und das wollt ihr nicht. So.
Das war es tatsächlich schon. Also einfach tatsächlich nur ganz, ganz wenig. Und euren Untersetzer vorsichtig da drauf kleben, ein bisschen andrücken, was natürlich auch immer funktioniert ist, wenn man so mit dem Poppes einen Moment drauf sitzt. So, dann. So, und das müsste eigentlich tatsächlich schon reichen. Wunderbar, Kork ist drauf und der Untersetzer ist fertig und einsatzbereit für den Dr. Who Serienabend. Hi. Grüß dich. Hallo. Ja. Hi. Will High Five. High Five. Ah. Maxi. Die schlechten. Herrlich. Meistert euch kann man hin. Sich, kann man sich hier was nehmen? Aber sicher doch. Ich hab mich mal. Schön, dass ihr auch mal da seid hier, ihr zwei. Ja, war lang überfällig. Auf alle Fälle. Das sind die mit. Ja, dankeschön. Kennst du Dr. Who eigentlich? Das ist doch schon wieder Auswahl, oder was? Lass das ja, nicht. Nee, nichts. Wenn es an mir ging, würden wir was anderes schauen. Wunderschönen englischen Tee mit Milch vorbereitet. Ja. Mit Milch! Staffel 1, Staffel 2. Ey, geil, dass ihr gekommen seid zum Dr. Who gucken. Vielen Dank auch an euch da draußen, dass ihr beim Basteln dabei wart. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, dann schreibt mir einfach in die Kommentare und ich erkläre es natürlich gerne nochmal. Ja, klar, ohne Pause. Seid ihr soweit? Ja, los geht das. Juhu! Ja, dann schmeiße ich die Folge mal. Wehe, das ist nicht gut. Ja, ich finde es jetzt schon scheiße. Du findest aber alles scheiße. Das ist geil. Das ist unglaublich. Stargate! Ruhe jetzt mal da vorne. Und Popcorn gibt's keinen drin, ne? Ja, jetzt schnappt ihr so eine Brezel. Sieht ja genauso aus wie in den 70ern. Ah, jetzt ist es ein bisschen anders. Mm. Ich finde das aber mit der Telefonzelle. Ist das eine Telefonzelle überhaupt? Das ist eine Policebox. Natürlich. Ja, selbstverständlich. Das ist ein Raumschiff. Ach so, verstehe. Aber was ist eigentlich der Hintergrund von dieser Box? Was ist eigentlich der Hintergrund dieser Serie? Also geht es da wirklich um einen Doktor? Oder, nee, oder wie ist es das? Geht um einen Zeitreisenden. Der ist 900 Jahre alt. 900? 900. Ja. Er ist 900 Jahre alt und gabelt sich immer sozusagen Companions auf, die er mit auf seine Reise nimmt. Und erlebt dann ganz viel und travelt und reist über die ganzen Planeten. Hast du gesagt, er travelt? Er travelt. Das ist, weil das ist jetzt britische Serie. Natürlich. Das ist britische Serie und deswegen muss ich 37. reden. Ja, das war sie, unsere erste Folge von Glorious Bastlers. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne ein paar Kommentare oder auch gerne einen Daumen nach oben. Und wer Lust hat, kann das Ganze übrigens auch nachbasteln und eine Videoantwort hier erstellen. Und am Ende schneiden wir nochmal ein Best-of eures Gebastels zusammen. Ich freue mich drauf. Für nächste Woche, wir machen ein Zelda-Schlüsselbrett. Da braucht ihr ein Holzbrett, ein bisschen Farbe, also am besten einen schwarzen Acryllack, aber auch Acrylfarbe zum Malen, Pinsel und das übliche Werkzeug wie Hammer, Nägel, was man halt braucht, um so ein Schlüsselbrett aufzuhängen. Und vielleicht auch schon mal Gemäldefirnis kaufen. Das ist am Schluss zum Versiegeln für das Holzbrett. Ich freue mich drauf und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!